Hoffi, du tippst den 12. Spieltag der Landesliga Harmonia. Ich bin ganz gespannt, was du da so auf den Tresen hämmerst, wollte ich schon sagen. Egenbüttel empfängt zu Hause den FC Elmshorn. Ja gut, in Egenbüttel darf man ja nicht mehr mit Stollen spielen. Ich glaube, das kommt Elmshorn nicht so entgegen, weil sie ja doch auch um gut zur Sache gehen. Deswegen sage ich mal 2-1 für Egenbüttel. 2-1 für Egenbüttel, ein Heimsieg also. Dann empfängt HEBC zu Hause auf Grand Teutonia C. Da wünsche ich jetzt vor allem Thorsten Wolgaster viel Glück. Bisschen ruhiger auf dem Platz werden, wenn er das in den Griff kriegt und alles gut läuft, sage ich 2-0. HEBC hat das auch verdient. Dann haben wir Teutonia 05 gegen den VfL Pinneberg. Schwere Aufgabe für Pinneberg. Ich würde mal sagen, sahen bei Teutonia, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, immer ganz gut aus. Aber ich glaube, das wird ein Kampfspiel und denke 1-1. 1-1 unentschieden deiner Meinung nach. Halzenbek-Grelling empfängt zu Hause den ETV. ETV eine schnelle Spielweise, das liegt HR nicht. Und das könnte deswegen einen guten Konterfußball geben, wenn er effektiv läuft, sage ich mal 1-3. Also ETV kontert auswärts deiner Meinung nach und gewinnt. Dann das wohl entscheidende Spiel für dich an diesem Wochenende. TuS Holstein-Quickborn empfängt zu Hause den SV Blankenese. Will ich gar nicht viel zu sagen, 3-0. 3-0, eine klare Ansage, ganz überzeugt. So kennt man dich. SV Lurup empfängt zu Hause den TSV Uetersen. Uetersen immer gut eingestellt, haben einen sehr guten Trainer. Lurup gibt in den ersten 30 Minuten richtig Gas, wird dann nachlassen und Uetersen nutzt das hinten raus aus und gewinnt 3-2. Uetersen mit einem Auswärtserfolg an der Flurstraße. SV Lied zu Hause gegen Jamlika Genschlik. Schwer einzuschätzen, Lied sehr kampfbetont, Jamlica spielerisch definitiv stärker als Lied, würde ich sagen, setze ich in so einer Phase der Saison doch die spielerische Klasse durch, also 1-4 sogar. Jamlica mit einem klaren Sieg auswärts. Der HSV 3 muss beim FC Süderelbe antreten. HSV gewinnt immer in Süderelbe und es wird wieder am Kiesbach gespielt, obwohl die Sonne scheint und 2-1 gewinnt der HSV. Hoffi, ich bin gespannt, ob der HSV wirklich gewinnen wird. Ich danke dir für deine Tipps und wünsche dir weiterhin viel Glück. Ja, vielen Dank.